Salve a tutti! Mein Name ist Christian Schlegel und ihr seid auf meinem YouTube-Kanal. Bedankt, bedankt! Ich bin Börsenhändler seit 32 Jahren. Ich war früher angestellt, dann war ich selbstständig und leite seit ungefähr 5 Jahren den Facebook-Chat DAX-Trader von Finanzen.net. Darüber hinaus bin ich Börsencoach und Analyst. Ich mache, wie ihr wisst, auf YouTube viele Filme. Und ab und an, aber relativ wenig, weil ich einfach zu wenig Zeit habe, mache ich auch Webinare. Das sind kostenpflichtige Webinare, die sind vielleicht 3, maximal 4-mal im Jahr. Am 11. und 12. Mai mache ich wieder eins. Das sind für 7 Leute, mit mir also 8. Das funktioniert über Skype. Und ihr bekommt zum Beispiel diese Unterlagen vorher. Das sind 41 Seiten, die bekommt ihr. Und dann legen wir los. In den folgenden, das sind gut 5 Minuten, will ich euch mal zeigen, was in diesem Seminar passiert, beziehungsweise Webinar vielmehr. Ihr könnt zu Hause sitzen, ihr könnt euch einen Kaffee hinstellen, ihr könnt mich reden lassen, aber das ist im höchsten Maße interaktiv. Bei den letzten beiden Webinaren, im Februar und im März, haben wir also auch sehr, sehr viel gelacht. Grundsätzlich steht da 8 Stunden, meistens werden 9 draus. Ich lasse keinen gehen, wenn er es nicht verstanden hat. Schaut euch bei den kleinen Clip an. Ich wünsche euch was. Bye, bye. Hier sind erstmal die Daten. Das ist am 11. und 12. Mai, Samstag und Sonntag. Und die Idee ist, dass ich es am Samstag mache von 10 bis 12 Uhr, dann eine Pause, 14 bis 16 Uhr und genauso am Sonntag. Also man hat genügend Zeit, um irgendwie am Samstag noch einkaufen zu gehen oder essen zu gehen oder abends ins Kino zu gehen oder sich am Sonntagabend auch den Tatort anzuschauen. Die ganze Geschichte kostet was und wenn euch das interessiert, ist hier meine E-Mail. c.schlegel@schlegel-trading.com. Jetzt mal zu diesem 5-Punkte-Plan. Dann gehe ich aus diesem Bild raus und gehe hier rein. Ziel soll letztendlich sein, das ist mein Trading-Bildschirm, dass ihr so einen Chart lesen könnt. Ich habe hier ganz viele verschiedene Sachen. Wir haben hier Bollinger-Bänder, wir haben gleitende Durchschnitte, wir haben die sogenannte Dauge-Zählung, wir haben reine Charttechniken wie zum Beispiel einen Doppelboden. Wir reden über Fibonacci, wir reden über MACD, über die Stochastik. Wie das genau aussieht, das seht ihr jetzt. Ein Teil werden die Candlesticks sein. Es gibt eine ganze Menge davon. Ich handle relativ wenige. Aber die, die ich handle, die gibt es auch nicht so oft. Deswegen sind die für mich besonders wichtig. Da erkläre ich euch einiges zu. Vor allen Dingen in Verbindung mit ganz normalen Charttechniken. Doppelböden, Doppeltops. Solche Geschichten. Wir gehen weiter über die Trenderkennung ohne Trendlinien. Das ist die Geschichte von Charles Dow 1895. Ihr kennt Aufwärtstrend, Abwärtstrend und das ist für mich eines der wichtigsten Dinge, egal in welcher Zeiteinheit. Dieses ganze Seminar kann man benutzen für den 5-Minuten-Handel, genauso für den Handel über die Wochen hinaus. Also wenn zum Beispiel eine Kerze eine Woche ist oder von mir aus auch eine Kerze ein Monat, ist das genauso gültig wie eine Kerze 5 Minuten. Im nächsten Punkt behandeln wir das Thema Fibonacci. Insbesondere seitdem also sehr viele Robo-Trades da unterwegs sind, ist das ganz wichtig. Das geht also weit über die Grundkenntnisse hinaus und soll euch helfen, die Aktien oder Optionen, die ihr handelt, besser beurteilen zu können, bis wohin irgendwelche Korrekturen oder auch Ziele gehen können. Ich gehe mit euch weiter über die gleitenden Durchschnitte und erkläre euch die meiner Meinung nach wichtigsten. Auf meiner YouTube-Seite steht ein Spruch, 2 Händler haben immer 3 Meinungen. Das ist hier genauso. Aber ich will euch ja das versuchen beizubringen, wie ich die ganze Geschichte sehe. Und vor allen Dingen, wie man das miteinander verbinden kann. Gleitende Durchschnitte mit Trendbrüchen der herkömmlichen Art oder Trendbrüchen vor Dow. Oder in Verbindung mit verschiedenen anderen technischen Sachen. Hier zum Beispiel ein Dreifachboden. Das gehört dazu. Bollinger-Bänder findet ihr in eurer Chartsoftware meistens unter Trendfolger. Sind für mich unglaublich wichtig. Ich handle sehr, sehr viel mit Bollinger-Bändern, obwohl sie, sagen wir mal, in 60% der Zeit überhaupt kein Signal geben, weder ein positives oder ein negatives. Aber wenn sie Signale geben, sind die sehr, sehr gut und lassen sich hervorragend kombinieren mit der ganz klassischen Chart-Analyse. Ich habe zum Beispiel ein paar Dinge bei den Bollinger-Bändern entdeckt, die kriegt man nicht auf jedem Seminar zu hören, aber die teile ich ganz gern mit bei den Teilnehmern, die bei mir sind. Wir machen dann weiter mit dem MACD. Viele Leute kennen das.
Ja, und viele Leute verlassen sich hier auf diese kleinen Durchschnitte. Das ist aber falsch. Das sollte man eher nicht machen. Und ich zeige euch einen Weg, wie man die anders kann, wie man sie moderner sieht. Ein Trendfolger kann nur dann interessant werden, wenn er einem Trend folgen kann. Das steckt schon im Wort. Aber wenn er das nicht kann, dann ist er hilflos. Und das ist insbesondere in Seitwärtsphasen so. Und dazu brauchen wir die Bollinger Bänder. Wir kommen weiter zu einem sogenannten Position in Range Indikator, einem Oszillator namens Stochastik. Ich zeige euch nicht nur den Unterschied zwischen dieser sogenannten Fast- und der Slow-Stochastik, ich zeige euch auch, wann die Dinger richtig greifen und wann man auf jeden Fall die Finger davon lassen sollte. Meiner Meinung nach ist es schön zu wissen, wann ein Indikator gut greift. Aber es ist auch meines Erachtens nach wesentlich wichtiger zu wissen, wann funktioniert denn der überhaupt nicht. Und das tut die Stochastik manchmal nicht. Ansonsten ist das ein exzellenter Timing-Indikator. Wir gehen dann in Handelsregeln und Psychologie rein. Außer diesen 41 Seiten, die ihr von mir bekommt als Hardcopy, das schicke ich euch zu, ist es so, dass ihr noch weitere, ich glaube, das sind 20 Unterlagen bekommt, verschiedene Schaubilder mit den ganzen Candlesticks, mit den Handelsregeln, mit dem und jenem und solchem. Und wir werden uns in diesem Webinar auch unterhalten über die richtigen Scheine, über die richtigen Derivate. Von den 6 Stunden, das ist ungefähr das, was ich brauche, bis wir das hier fertig haben, dem setze ich ja noch 2, meistens sind es sogar 3 Stunden drauf, indem wir üben. Üben, üben, üben. Das heißt, da werden einfach verschiedene Charts gezeigt und ihr müsst selbst entscheiden, was seht ihr da, was macht ihr da, und dann werden wir zusammen besprechen, ist das alles richtig oder nicht. So lang, bis es sitzt.